空田のバカ。Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin am Start mit einem neuen Summon of War Video. Ich habe es momentan jetzt irgendwie langsam begriffen oder realisiert, dass ich jetzt wirklich eine fucking Perna habe und einfach 6 Net 5 bekommen habe. Holy shit. Holy, 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 holy shit. Das ist so extrem. Und ja, ich habe Perna die Formwandlung gekauft, obwohl ich damals gesagt habe, nee, ich finde die gar nicht so schön. Und es sieht so ein bisschen mechanisch aus und irgendwie so futuristisch, I don't know, cybermäßig. Aber sie sieht cool aus, ja, und ich denke, sie steht Perna sehr und ich bin damit sehr zufrieden. Und wenn ihr richtig auf die rechte Seite achtet, habe ich wirklich extrem viel Mana ausgegeben. Wir hatten, ich denke, 43 Millionen und jetzt habe ich nur noch 9,5 Millionen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich habe am Free Removal Day sehr viel getauscht, sehr viele neue Monster geholt. Und heute haben wir nochmal ein bisschen Spaß in der Special League. Und das kann ja mal was werden. Also wir haben beim letzten Garni-Video, naja, einiges reingedrückt bekommen. Deswegen wünscht mir Glück. Und wir beginnen direkt mit einem Kampf. Bis gleich. Mal sehen, ob wir Glück haben diesmal. Ein Italiener. Ich will so gern Perna benutzen. No. So geht's auch. Wow. Ich denke, wir machen... Wir beginnen wieder mit Dovolution, ja? Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Und danach können wir... sowas... Ich will Perna benutzen. Ich will irgendwie Perna benutzen. Wie wär's denn mit... Malaka Perna? Geht das? Ciara wird mir gerade geklaut. Ich denke, Perna ist ganz gut hier. Der hat diese Wasser Sky Dancer. Miyang habe ich hier noch nie gesehen. Wer ist mit... Ja, sollen wir das mal nehmen? Malaka Perna und dann können wir noch einen 3-Star nehmen. Wie zum Beispiel, er nimmt einen Liebli. Okay. Dann können wir... Und Orion. Ich glaube, ich nehme... Wen nehme ich denn? Megan? Oder... Ich glaube, ich nehme den Garuda. Ja. Oder... Ja. Ich glaube, ich nehme den Garuda. Oder soll ich lieber Theon nehmen? Für den Cleanse von den Bomben. Wäre, denke ich, sinnvoller. Machen wir mal Theon, Kona rein. Und dann ist mir dieses eine Monster, das ich übrig lasse, egal, weil der dann cleansen kann. Falls er nicht gebannt wird. Mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt. Dieser Liebli kann nur uns durch Bomben killen. Mal sehen, wie meine Perna sie schlägt. Erstes Battle mit meiner Perna in der Special League. Perna! Perna! Ich bin so gespannt, wie Perna ist. Ich finde die so cool. Also ich habe mich, also Traum, ja. Ein Traum wird wahr. Was Besseres hätte mir nicht passieren können. Es ist echt unglaublich. Okay, Dover beginnt. Deswegen machen wir erstmal eine Amp. Mein Dover ist übrigens auch schneller geworden. Habe ich in einem anderen Video auch gesagt. Mal sehen. Bam. Ich glaube, Perna kommt hier nicht zum Zug. Schade. Aber lief schon mal gut. Lief schon mal gut. Ich brauche nämlich dringend Punkte, damit ich mehr... Auren kaufen kann. Nach dieser kurzen Liebesaffäre hier. Na, so süß. Wir machen aber jetzt weiter. Special League. Und schau mal, ob wir diesmal Perna benutzen können. Wir kämpfen jetzt gegen einen Chinesen. Okay. Wie die alle mit Rakuni anfangen. Ich meine, Rakuni ist ein mega guter Pick. Verstehe mich nicht falsch. Aber es ist erstaunlich, wie viele das machen. Ich denke mal, mein MacBook vom Strom weg. Es rauscht mir zu sehr. Es ist so heiß. Ich hasse es, im Sommer aufzunehmen. Also ich freue mich, dass es warm ist, aber ich hasse es. Ich glaube, das ist nicht so gut für unsere Perna. Huh? Oh, wie gerne ich Perna hier benutzen würde. Aber ich denke, es ist nicht so gut. Gehen wir lieber mit unseren Bomben rein. Und dann nehmen wir gleich, denke ich, Theon mit. Wie ich immer Theon und Kona verwechsle. Huh? Übrigens, zum Schluss gibt es eine Frage des Tages und auch natürlich wieder ein Geschenk des Tages. Ethna. Okay, ich denke, ich banne die Ethna. Und er kann jetzt noch einen 3-Star reinpacken. Welches 3-Star nimmt er? Ich denke, ich banne die Ethna. Ist hier, okay. Ethna und nehme... Wir können auch unseren Dark Greif nehmen.
Aber der hat, glaube ich, eine Rune verloren oder so. Oder ist schlechter geworden. Wir können auch Kali rein theoretisch nehmen. Aber ich denke, wir nehmen mal den Garuda-Typ. Und wir bannen sie. Und dann lassen wir die anderen mal durch. Und ich bin gespannt. Wir hätten auch... Ja, okay, er hat Dings gebannt. Okay, also müssen wir jetzt hoffen, dass wir nicht so richtig gestunt werden. Und dass, naja, Ishir nicht direkt einen killt. Mit Reckless und dann Ishir, das könnte hässlich sein. Mal sehen, wie unsere Monster sich schlagen. Ich bin gespannt. Leider keine Partner in diesem Kampf. Ich hoffe, wir sehen sie heute noch irgendwo. Wäre gut. Oh, wieso bei Lucian ausgerechnet? No, wir haben Schutzwille. Und dann kriegt er es auch noch hin. Macht er jetzt direkt Reckless? Also gibt er jetzt ihm wieder einen Turn, macht Reckless und dann... Ah, Ishir kommt vorher dran. Okay. Muss jetzt aber irgendwen killen, sonst hat er ein Problem. Sind das 70%? Nein, oder? Sind nicht 70%. Oder? Oh! Get fucked! Get fucked! Oder auch nicht, oder doch? Ich glaube, wir legen die Bombe auf Rakuni. Oh, Ciara, du Idiotin! Vielleicht hätten wir doch lieber Ishir sicher killen sollen oder so. Oder irgendeinen anderen. Ah. Oh. Das war doof, dass Ciara wieder resistet wurde. Und er proggt raus. Oh oh. Aber Ciara lebt noch immer. Und er hat nicht seinen zweiten Skill. Und Lucian kommt ja nachher auch mal dran, ne? Hoffentlich. Ja, wir versuchen jetzt erstmal zu stunnen. Okay, dann gebe ich Lucian jetzt den Turn. So, und er wurde ja nicht geresettet und deswegen können wir jetzt das hier machen. Bam, 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 bam. Goodbye. Easy. Easy. Auch ohne Perna. Leider, wie gern ich Perna benutzen würde, aber wir versuchen es gleich nochmal. Nur gegen den Molong wäre eine Perna nicht so schlau, denke ich. Alright, next fight. Läuft gut bisher. Welchen Rang haben wir denn jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich Gold werden, ne? Die Season endet ja bald. Ich weiß nicht, wenn das Video hochgeladen wird, ist sie wahrscheinlich sogar schon vorbei. Aber gut. Okay, wir beginnen mit... Sagen wir mal, wir beginnen mal mit Perna einfach, weil ich sie ja unbedingt benutzen will. Normalerweise würde ich nicht mit Perna beginnen, aber wir beginnen einfach mal mit Perna. Und dann nehmen wir Dover Lucian. Dann haben wir Feuer und Wind Threat Bedrohung. Und wir gehen mit Chloe und Kona rein. Okay. Also Bomben wären hier schon mal schlecht. Pisama, sehr guter Perna-Counter, werden wir wahrscheinlich bannen. Normalerweise mache ich mir nie Sorgen wegen Pisama, aber hier jetzt in der Situation irgendwie doch. Deswegen nehmen wir einfach mal Wind Panda mit rein und dann ein Two-Star-Monster. Ich tendiere zu nicht Tag, oder? Sollen wir einfach... Ja, ich glaube, wir nehmen einfach mal Colleen mit. Colleen ist ganz okay. Haben wir noch einen extra Attack-Bar, falls Dover gebannt wird oder so. Und wir bannen den Pisama oder das letzte Monster. Kann jetzt noch einen Trillswog. Trillswog ist nicht so schlimm. Ich denke, ich banne wirklich diesen Pisama. Dann hat er auch keinen 33% Speed Leader. Und wenn Dover durchkommt, können wir Lucian Amp durchführen. Vor der Chloe vielleicht. Je nachdem, wie schnell die ist. Aber erstmal, er bannt Perna. Ah, wir kriegen heute Perna nicht zu Gesicht, ja? Meine arme Perna. Ich habe den Pisama nur wegen der Perna gebannt. Mann. Arme Perna. Mag's nicht. Die Gegner mögen sie nicht, ja? Ihr werdet sie sehen. Versprochen. Werdet sie irgendwann sehen. Wenn es laden würde, würden wir sehen, ob seine Chloe schneller ist. Hallo? Spiel. Ich will sehen, ob mein Dover oder seine Chloe schneller ist. Ich glaube irgendwie, die Chloe ist schneller, aber... Wir können ja uns mal... Wir können uns überraschen lassen. Bin ich schneller? Ja, ich bin schneller. Gut, dass mein Dover eine neue Rune bekommen hat. Und jetzt können wir Amp machen. Brrr. Goodbye. Ich glaube, er gibt auf. Oder? Nee, er zieht's durch. Wow. Wie voll es in diesem Channel ist. Junge. Okay. Wind Panda, du kannst sowieso nichts machen. Komm, mach einfach mal den Cleanser, mal ein bisschen Heal. Ach, wir können nichts machen. Wir warten einfach mal ab. Bis Fiumas jetzt einmal zum Zug kam. Der kann sowieso nicht alle töten. Der kann ja nur einmal procken hier in der Special League. Geht auf Lucian. Eigentlich ist es unnötig, weil Lucian ja seine Amp schon gezogen hat. Aber okay. So, nächste Runde. Wieso spielt der überhaupt weiter? Ich meine, das können wir nicht mehr. Das kann er nicht mehr gewinnen. Heal. Aber Lucian ist eigentlich sowieso schon tot. Aber egal. Ich denke, es spielt keine Rolle, was jetzt hier genau passiert.
Und wir haben gewonnen. Nice. Alright, wir sind jetzt wieder 3 Silbersterne. Was müssen wir denn erreichen? 250 oder 1300? Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wie viele bekommen wir pro Sieg? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Aber es läuft gut. Es läuft erstaunlicherweise sehr gut. Wir haben noch keinen Kampf verloren und noch keinmal Pörner gesehen. Bitte können wir jetzt Pörner benutzen. Bitte, ich möchte einmal Pörner benutzen. Okay, er hat den First Pick. Oh, wieder Molong. Pörner ist so schlecht gegen Molong. No. No. Ich hoffe, dass Wind Panda Harmonia. Ich tendiere zu... Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie wäre es denn mit... Ich tendiere zu Ciara... Ciara Kali. Mhm. Und Enem Twadam und Dings. Okay. Ich glaube, wir bannen den Wind Panda. Oder wir bannen den Wasserpanda. Nee. Ich glaube, ich bann den Wind Panda. Ja, ich bann den Wind Panda. Und gehe noch mit Malaka rein. Und ja, ich bann. Nee, was wollte ich bannen? Wind Panda. Ja, ich bann Wind Panda. Okay, ich bann Wind Panda. Ich habe keine Lust auf Wind Panda. Und die haben Immunity durch Harmonia, ich weiß. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Und mir war klar, dass er diesen Dover bannt. Und deswegen ist meine Kali direkt One-Shot. Und deswegen kann ich den Wind Panda nicht drin lassen. Sonst haben wir ein Problem. Und vor allem, ich kann den ja sowieso nicht damit kaputt machen, weil ich nicht mit diesem Fordam gerechnet habe. Also müsste ich den Fordam als erstes töten. Aber gut, die sind echt slow. Wow. Wir machen ehrlich gesagt noch gar nichts. Bringt noch nichts. Oder soll ich die schon auf Colleen? Nee, spielt keine Rolle. Ich warte einfach mal ab. Der macht wahrscheinlich sofort Reckless. Nein, der macht den Stun. Okay. Okay. Wir buffen nachher mit Kali erstmal. Solution. Vielleicht kriegen wir einen Stun hin. Wäre cool. Nee, kein Stun. Aber die Colleen ist squishy. Nicht jetzt, Simpsons. Wir müssen jetzt erstmal buffen. So, sie macht Immunity. Wir buffen jetzt. Aber meine Ciara ist sowieso gestunt. Also wirklich viel können wir eh nicht machen. Der macht jetzt das. Kriegst du einen Stun hin? Kein Stun. Okay, gut. Wir sind squishy. Ehrlich gesagt, ich mache einfach mal das hier für diesen Fordam-Typ. Mist, jetzt hat sie Revenged und Weaken Attack draufgelegt. So, ein Mistkerl. Aber okay. Macht Reckless bei Lucian. Lucian ist weg. Das könnte gefährlich werden. Diese dumme Colleen. Weh, du machst Weaken Attack auf... Okay. Jetzt können wir die Bomben legen. Gut. Und wir machen Tectonic Shift bei ihm hier. So. Und dann... Oh, sie kommt vorher dran. Uh-oh. Aber okay, wir können dann... Wenn sie jetzt nicht proc't, ist alles gut. Proc't nicht. Okay. Dann können wir jetzt eine Bombe auf Harmonia legen. Und dann können wir jetzt detonieren. Und dann haben die richtig viel AP verloren. Sind alle gestunt und jetzt arbeiten wir an diesem Fordam. So. Fast tot. Und wir killen jetzt erstmal. So, bam. Gut. Und dann arbeiten wir erstmal hier dran. Attack-Leiste. Keine Attack-Leiste bekommen. Harmonia. Hat die ihren Skill? Oh, ich glaube, die stirbt durch den Dot. Oder Colleen macht den Heal, ja? Shit. Nicht? Oh, wow. Okay. Dann legen wir eine Bombe hier drauf. Ich denke, das haben wir auch gewonnen. Noch immer ohne Pörner. Leider, aber wir gewinnen die Kämpfe. Das ist ja mal was Gutes. Yay. Alright, ich denke, das haben wir gewonnen. Nice, meine Kali hat wirklich überlebt. Ich frage mich, warum er auf Lucian gegangen ist. Aber okay. Nice. Amazing Fights. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben Porna heute leider nicht gesehen. Wir haben 4 Kämpfe gewonnen hintereinander. Wow. Deswegen machen wir jetzt einen Arena-Kampf mit Pörner. Wir suchen uns einfach mal einen hier aus.
Vielleicht keinen, der überall Wassermonster hat oder eine Rina. Den hier, Schutzwille, dann nehmen wir einfach mal anstatt Trinity Perna, ja? Und dann nehmen wir den anderen Galeone. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze klappt. Einfach mal so zum Spaß, weil ich ja eigentlich hier Perna testen wollte. Aber die Kämpfer haben es nicht zugelassen. Und da, wo ich Perna genommen habe, da wurde sie leider gebannt. So, machen wir es mal so. Let's go! Bin gespannt, wie es läuft. Bitte nicht Willis trippen bei... Okay, er derbt. Und sie, er bekommt wieder volle Attack-Leistung, kann es jetzt nochmal machen. Und derbt schon wieder, Wenn die Orions derpen, holy. Das war jetzt aber ein richtiger Derp-Derp. So, Perna. Es ist Zeit, die Gegner kaputt zu machen. Ich glaube, Zyros kommt vorher dran, oder? Kommt Zyros vorher dran? Ne, Perna kommt vorher dran. Okay, arbeiten wir einfach mal an der Ion Horn. Goodbye! Goodbye! Perna ist so ein Biest, ha? So ein Biest. Aber so... zerstört. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Nichts drin. Frage des Tages heißt der FDT von Shinma. Was magst du lieber in Animes? Romance oder Ecchi? Hashtag Melone for the win. Melone for the win. Ich mag Romance viel lieber. Also es gibt schon lustige Ecchi-Animes. Eigentlich ist in allen Ecchi-Animes sind auch Romance-Settings, aber es gibt auch Romance ohne Ecchi. Ich glaube, Ecchi ohne Romance gibt es glaube ich nicht, aber umgekehrt schon. Ecchi kann schon lustig sein, aber ich finde Romance hat mehr Stil und meistens ist da eine vernünftigere Story dabei, also mag ich Romance viel lieber. Naja, also ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, dann werdet ihr morgen eine gute Nachricht erfahren, ja? Ich weiß nicht aus welchem Bereich, es kann alles Mögliche sein, aber ihr werdet eine gute Nachricht erfahren, über die ihr euch sehr, sehr freut und die euch morgen glücklich macht. Und ich denke, das kann eigentlich jeder vertragen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.